Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir hängen hier immer noch an dem Tisch neben diesem komischen Kessel und müssen jetzt zusehen, dass wir hier wieder wegkommen, ohne von irgendwem gesehen zu werden. Was sich durch den dummen Vogel immer als ziemlich schwierig erweist. Jetzt müsste ich aber eigentlich hier hoch können. Okay, sehr gut. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt würde ich nur ganz gerne auch gucken, dass ich eventuell auf die andere Seite kann. Ich bin so müde. Konnte ich da hinten rumlaufen? Nein. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn diese dämliche Melodie kommt. Okay, sie hat zwar irgendwie gesehen, dass hier was abging, aber nicht was. Ich bin neuerdings so müde. Kann ich hier längs? Hier ist eine Tür. Erstmal durchlunzen. Da ist ein Lichtschalter. Okay, ich versuch's einfach mal. Es ist nun leider ziemlich hell hier gerade. Das finde ich nicht so gut. Ansonsten... Ja, komm, passt. So. In Ordnung. Timer natürlich wieder vergessen. Wie immer. Was ist das? Ein Schalter. Licht aus. Yay. Okay. Na, in der zweiten Schublade ist meistens dann was drin. Finde ich immer sehr schön. Noch gar nicht durchschaubar. Oh. Ah, ein Weg. Finde ich sehr gut. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der hinführt, aber... Ich würde sagen... Das werden wir schon rausfinden irgendwie. In was für einer Brühe stehe ich denn hier jetzt drin? Scheiße. Oh. Autsch. War ein bisschen in den Kopf gestoßen hier. Ah, ich glaube, ich bin wieder bei dem Kessel gelandet. Nur diesmal etwas unterhalb. Ich bin hinter dem Kessel. Hinter dem Kessel. In Ordnung. Hat er nicht gesagt, hinter dem Kessel gäbe es diesen Mechanismus? Ich meine... Da war doch was. Ah, ja, hier. Zack. Ich mochte das Zeug noch nicht. Kann mir keine belebenden Sinne leisten. Ja, das heißt, ich sollte hier vielleicht schnellstens weg. Ah. Gott! Scheiße! Oh Mann! Uff! Scheiße! Ah! What? Upsie. Jetzt habe ich sie alle umgehauen hier. Scheiße. Aber die wachen auch. Sehr cool. Wirklich sehr cool. Habe ich jetzt wirklich alle umgelegt? Das fände ich ja schon ein bisschen creepy, oder? Warum dann alle außer ich? Ich meine, ich kann doch nicht so robust sein, oder? Ich meine, nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, hier, das müsste die Eingangstür sein, ne? Ja. Oh, Entschuldigung. Das Problem ist auch, dass ich denke, dass die irgendwann auch wieder aufwachen. Oh. Verdammt. Tatsache, die sind alle im. Sogar die Wachen. Dann kann ich hier trotzdem mal ein bisschen dunkler. Bei mir ist es trotzdem zu hell. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, hätte gesagt, wir schicken dann alle... kommen alle süße Träume. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ins Land der Träume werden wir geschickt. Was Ähnliches hat er gesagt. Prinzipiell habe ich da nichts gegen.
weil kann ich in Ruhe meine Arbeit verrichten. Wo bin ich hier? Huh? Nicht aus. Mann. Aha, hier könnte ich mich verstecken, theoretisch. Wow. Also das finde ich irgendwie ganz cool gerade. Auch wenn das dadurch jetzt dann natürlich irgendwie meine Statistik ein bisschen in den Keller haut, glaube ich. Geht das? Okay, ich sollte mir vielleicht so ein bisschen mal, huch. Oh, komme ich hier nicht durch? Schade. Kann ich wenigstens irgendwie durchlunzen oder so? Hm. Oh, wow. Teures Teil. Ach nee, das sind wahrscheinlich Schränke oder so. Parfümflakon und Porsche. Bilder checke ich jetzt auch immer ganz gerne. Weil... Inventar voll. Hier ist auch nichts. In Ordnung, dann gehe ich hier mal vielleicht hoch. Oder hier unten gab es ja noch... Oh. Was haben wir denn hier? Oh, ich hallo. Sehe, heute arbeiten zwei neue Blüten. Ja. Peach und Neroli. Gute Mädchen. Dann hoffe ich, das spiegelt sich in euren Abgaben wieder. Aber ihr habt sie in diesem Quartal schon zweimal erhöht. Die Probleme auf den Straßen machen uns allen das Leben schwer. Es wäre doch ein Jammer, wenn eure Opiumlieferungen plötzlich ins Stocken gerieten. Ihr bekommt euer Geld noch heute Abend. Gut. Wenn ich warten muss, hätte ich gern was aufs Haus. Etwas Junges und Saftiges. Ich schicke euch Blüte Jasmin. Jasmin ist mir zu alt. Ich will was Jüngeres. Nein. Blättchen arbeiten nicht direkt mit den Kunden. Das wisst ihr. Lehnt ihr mein Gesuch etwa ab? Ihr bekommt eure Steuer. Doch selbst ihr werdet die Regeln meines Hauses befolgen. Jasmin wird euch jeden Wunsch erfüllen. Das sollte sie. Bereitet alles vor. Oh, und ich nehme die Colibri Suite. Dass euch noch niemand getötet hat. Ich arbeite dran, Teuerste. Ich arbeite dran. Das war ja mal interessant. Das war wirklich äußerst interessant. Finde ich. Wie sieht's denn hier oben aus? Sind hier auch alle um? Oh! Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ah! Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ihr alle K.O. seid. Aber das müsst ihr mir noch... Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Gib mir das. Oh je, oh je. Ach, das tut mir alles wirklich leid. Wo ist hier die Lichtquelle? Ach, da oben. Okay, ich bin schon mal richtig. Zumindest auf dem richtigen Weg. Muss ich mal kurz... Oh. Pardon. Ich will nicht stören. Ich will nur das hier. Gib mir da... Oh mein Gott. Nein. Ja. Wenn die alle aufwachen, werden die lustige Bilder sehen, glaube ich. Schon besser. Ich hab Hunger. Scheiße. Okay, was haben wir hier? Sieht relativ leer aus. Warum sneak ich überhaupt noch? Ich muss überhaupt nicht mehr schleichen.
wenn die alle umgehauen sind. Einmal kurz durchlunzen. Okay. Also wie ich gerade erfahren habe, gibt es wohl Blüten und Blättchen. Und die Blättchen sind wohl die angehenden. Ich möchte nicht unbedingt als, ja, Prostituierten, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Ich will keine so harten Begriffe nennen. So. Hier haben wir auch noch was. Hallo. Oh, Verzeihung. Liste der Konstellationen. Was haben wir hier? Oh, ups. In Ordnung. Ach, mach die Tür zu, bitte. Danke. So. Damit sind wir das Bordell quasi einmal durchgegangen. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt immer noch irgendwas vergessen, was ich hätte einsacken können, aber... Ja. Mach das mal aus. Und das auch. Was war das für ein komisches Rauschen? Habt ihr das auch gehört? Das war kurios. Ah, da haben wir noch was. So, was haben wir hier? Oh, halt, halt, halt. Nicht, bevor ich nicht einmal durchgeguckt habe. Aha. Geste. Da haben wir einen Tresor. Sehr schön. Aber hier haben wir auch noch ein bisschen was. So schnell soll es ja dann doch nicht gehen. Ja, das da oben gucke ich mir gleich auch noch an. Brieföffner. Tresorregister. Okay, ich habe gleich noch ein paar Sachen, die ich mir... Ein paar Dokumente, die ich mir angucken muss. Aber nicht aus. Ich kann zwar Licht zum Lesen gebrauchen, aber diesmal nicht. Nein. So, Dokumente. Kapitel 3. Da haben wir einmal den Tresorregister. Das Haus der Blüten bestätigt hiermit, dass der Klient Benedict Coyle die Nutzung des Tresors von Madame Zhao Zhao reserviert hat. Mr. Coyle hat die Depotpremiere bezahlt und die einzige Kopie der vorübergehenden Tresorkombination erhalten. Der Verlust der Kombination führt zur Einziehung aller darin verwahrten Besitztümer. Dieses Dokument bestätigte seine Unterschrift Benedict M. Coyle. Klient Benedict Coyle, Sternzeichen Krone. Das Haus der Blüten erfüllt all eure Wünsche. Sternzeichen Krone hat folgende Bedeutung. Die Liste der Konstellationen am Nachthimmel. Krone ist die Kombination für den Tresor. Und zwar den Tresor in Madame Zhao Zhaos Gemächer. Um wie wir uns jetzt kümmern werden. Komm. Da. Und... Ja, sehr gut. Hier befindet sich von Anfang an keiner. Allerdings... fühle ich mich trotzdem immer so ein bisschen unwohl. Was ist das? Hier geht irgendwas vor. Ich muss diesen Geheimgang finden, den Zhao Zhao erwähnte. Er muss hier drin sein. Ich suche das Bordell nach Hinweisen. Tritt Zhao Zhaos Geheimgang. In Ordnung. Ich würde mir ganz gerne erstmal durchlesen, um welchen Geheimgang es denn überhaupt geht. Der merkwürdige Sockel, den ich in den Geheimgang gefunden habe, verwirrt mich nach wie vor. Anscheinend muss dort etwas eingesetzt werden. Aber was? Und was bedeuten die geheimnisvollen Symbole an den Wänden? Ich bin ja wirklich belesen. Mehr als die meisten, möchte ich meinen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Und diesen dummen kleinen Fisch Eastwick will ich nicht fragen. Er hat ohnehin schon zu viel gesehen. Wirklich. Mein flüsternder Korridor entwickelt sich immer mehr zum Fluch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte ihn zumauern sollen. Aber ich weiß natürlich, dass das nur eine meiner albernen Launen ist. Egal wie viele adlige Schweine der Stadt mit mir ihre innersten Wünsche vorquieken, ich komme dem wahren Geheimnis des Hauses keinen Schritt näher. Doch eines Tages wird es mir gehören. Und wenn ich mir dafür alle Wimpern für Wünsche herausreißen muss. Okay, Geheimgang. Symbole an der Wand. Merken wir uns. Ich gehe mal davon aus, dass der Geheimgang irgendwo... Also was heißt, ich gehe davon aus? Ich weiß, dass der hier irgendwo in diesem Zimmer ist. Logischerweise. Das weiß man ja aber auch von diesem Schriftstück schon. Okay. Aha. Was haben wir denn hier?
da kann man nur hier rüber gucken. Spionage. Madame. Oh, gib mir das. Okay, einmal im Kreis rennen. Dam, 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 dam. Ah ja. Da unten dieses lustige kleine Viereck da. Ist, wie ihr wahrscheinlich vermutet, eine Falle. Wenn wir also jetzt an den Tresor rangehen würden und ihn öffnen würden, würde die Falle losgehen und wir würden wahrscheinlich dadurch sterben. Wenn wir jetzt aber hier die Falle entschärfen, ist es mir vollkommen egal, ob da eine Falle ist oder nicht. Sie wird uns nämlich nichts mehr anhaben können. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz nach Krone gucken. Das war 573. Sehr gut. Dann 5, 7 und 3. So, und jetzt darfst du mir zeigen, was da drin ist. Halskette und Taschenuhr. Sehr schön. Ach, wir werden hier richtig reich. Okay, das war's erstmal. Und jetzt muss ich mich diesem Gemälde widmen. Beim letzten Mal hat es ziemlich gedauert, dass ich diesen Schalter gefunden habe. Diesmal geht's schneller. Freut mich sehr. Ja. Sehr gut. Und rein da. Mal sehen, was in diesem Haus des Flüsterns versteckt ist. Das ist jetzt wahrscheinlich dieser Gang des Flüsterns, von dem sie in ihrem Tagebuch geredet hat. Und... Ach, mach doch mal Licht aus hier, ey. Ich finde, das ist schon wirklich ziemlich unheimlich hier alles. Aber es wird noch besser. Da bin ich mir sicher. Weil ich kenne die Thief und Dark Project Spiele und ich weiß, dass es nie gruselig genug sein kann. Das ist schon... Manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein leicht dezenter Horroranteil in diesen Spielen drin ist. Oh ja. Das werdet ihr jetzt leider öfter hören, denn, ja. Das Flüstern ist hier in den meisten Fällen eher ein Stöhnen. Nein, ich zeige das jetzt nicht. Es tut mir leid, ich darf es aber auch nicht zeigen, weil man da Dinge sieht, die YouTube nicht zulassen würde. Ich müsste es also so oder so rausschneiden. Und deshalb werde ich hier rein. Hallo, Schätzchen. Meine Sack, du bist neu. Fass mich nicht. Du hast hier nichts zu befehlen, sondern ich. Du gibst mir, was ich will, oder? Das sah mir verdächtig nach Aaron aus. Und jetzt weiß ich auch, was Garrett meinte, als er sagte, von wegen Aaron wäre schon mal hier gewesen. Das erklärt wohl einiges. Vielleicht auch teilweise ihre Art. Das da hinten wird wohl eins dieser Symbole sein, die sie gemeint hat. Hier ist aber keiner. In Ordnung. Ui. Und? Ah, das Podest aus Zhao Zhaos Tagebuch. Das ist älter als das Haus der Blüten. Finde einen Weg, das Podest zu aktivieren. Ich kenne diesen Kratzer. Das ist eine der Markierungen auf dem Medaillon. Es gibt noch mehr. Apropos, das Medaillon? 4 Ringe mit Symbolen auf dem Medaillon. Das heißt, ich muss noch mehr finden. Ja, jetzt hat sich das eine natürlich schon aktiviert, weil ich dieses Symbol davon an der Wand gefunden habe. Es gibt 4 verschiedene Symbole hier. Versteckt in diesen Räumen. Denn es gibt hier oben, das zeige ich vielleicht gleich mal, jetzt, sofort. Hier gibt es noch weitere Räume, wo man quasi in die Räumlichkeiten des Bordells hineinschauen kann. Vielleicht ein bisschen anfassen. Und wie gesagt, ich darf es leider nicht zeigen. Ich werde es sowieso rausschneiden müssen. Deswegen, ich muss zwar reingucken, um die Symbole zu finden. Etwas fester beim nächsten Mal, ja? Aber ich darf es leider nicht zeigen.
Deshalb, das war gut. Verzeiht mir schon mal im Voraus, wenn ihr leider nur hören und nichts sehen könnt. Demnach werde ich erst einmal hier reinsehen. Okay, oh mein Gott, ja genau. Gib's mir richtig, gib's mir richtig! Na los, du kannst das doch besser, Liebes! Ja genau, das hört man jetzt wahrscheinlich leider die ganze Zeit. Fester! Aber seid mir nicht böse, ich muss das wirklich ein bisschen leiser machen. Das geht so nicht. Am besten die Sprecherlautstärke. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich das... Komm schon! Aber sonst übertönt er mich die ganze Zeit. Okay, nächstes. So. Das war das zweite Symbol. Ich habe jetzt quasi schon drei der vier Symbole gefunden. Nur ein bisschen. In diesen Räumen halt, die sind da an der Wand. Und ja, sobald man sie halt gesehen hat, sagt er einem, dass man sie gefunden hat. Und das war ja, glaube ich, der Raum, wo ich das andere, genau, das vierte Symbol gefunden habe. So, da seht ihr, dass er dann quasi zählt. Und jetzt habe ich quasi alle Symbole zusammen. Und muss nur noch dafür sorgen, dass ich hier reinkomme. Im Prinzip brauche ich jetzt auch nicht das Licht dazu ausmachen. Und jetzt noch ausrichten. Richtig, jetzt muss ich nämlich noch W und S das Ring wechseln. Und wie kann ich... Gib's mir richtig! Na los, du kannst das doch besser. Okay, jetzt bin ich hier unten. Nein, andere Richtung. So, nächster. Wollt ihr noch mehr? Und... So, nächster. Können wir jetzt in diese Richtung machen, das geht schneller. Das sieht übrigens aus, ohne Scheiß, ich habe, ich kann das nicht hören, mein Gott. Es tut mir leid, das ist im Hintergrund, das ist gerade wirklich richtig nervig für mich, finde ich. Ohne Scheiß, wer die vorherigen Teile von Thief kennt, oder von Dark Project, der, vor allem wer den dritten Teil kennt, wird diese Symbole wahrscheinlich wieder erkennen, weil ich persönlich finde, dass die sehen verdammt nach diesen Hüter-Symbolen aus, nach diesen Glyphen. Es kann sein, dass ich mich jetzt vollkommen irre. Nein, andersrum. So. Und dass das überhaupt nichts mit den Hütern zu tun hat, aber ich bin mir sicher, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass das Hüter-Symbole sind. Das nenne ich mal einen Geheimgang. Okay. Erkunde die alten Ruinen. Mit Vergnügen. Aber erst im nächsten Part. Ich habe jetzt den Geheimgang geöffnet. Ich habe hier diese alten Ruinen halt gefunden. Und im nächsten Part wird es dann losgehen, dass ich diese staubige, schmutzige Einöde hier erkunden werde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr mögt. Und vor allem auch eine Bewertung bitte. Also ein Däumchen drauf. Würde mir so wirklich gefallen, wenn es euch gefallen hat. Super. Abonnieren vor allem nicht vergessen. Unten unter dem Video findet ihr den Abonnier-Button. Direkt neben meinem wunderschönen Bild. Und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Denn da sind wichtige Links drin, wie immer. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!